Ja, herzlich willkommen wieder hier in der vierten Welt zur Krise, Kritik und Zukunft des Wohlfahrtsstaats. Wir haben Sie jetzt alle ein bisschen länger warten lassen, weil ich weiß nicht, ob das schon ein Ausdruck der Krise des Sozialstaats ist, Stefan Lessenich im Zug etwas länger stecken geblieben ist. Der ist gerade erst aus München angereist und hat vorhin schon geschrieben, dass er eben 45 Minuten Verspätung haben wird. Jetzt ist er aber schon fast da und wir fangen trotzdem schon mal an. Der kommt dann eben irgendwann in 10 Minuten oder so dazu. Ja, wir sind hier in der vierten Welt im NKZ in einem Gebäude, das man, von dem man sagen kann, dass es mit seiner Geschichte und auch seiner Fassade in gewisser Weise steht für das, was man am Sozialstaat schätzen und kritisieren kann. Schätzen, weil es eines der Monumente, eines der ästhetisch fragwürdigen vielleicht Monumente des sozialen Wohnungsbaus ja ist. Auf der anderen Seite steht es auch für das, was viele daran nicht mögen, nämlich die Vorstellung, dass der Sozialstaat, der ein ja gar nicht wegzudenkendes Moment moderner Gesellschaften, in denen die Verantwortung für das Dasein gewissermaßen an öffentliche, gesellschaftliche Instanzen fast unausweichlich übergeht in einer differenzierten Gesellschaft. Der Sozialstaat, der in der einen Hinsicht sicherlich eine der größten sozialen Errungenschaften und Fortschritte ist mit all dem, was an sozialen Rechten, an sozialer Sicherung, an Entprekarisierung und auch an sozusagen dem Versuch, all denen, die in abhängigen Lagen sind, so etwas wie Würde und Sicherheit und eben Rechte und nicht einfach nur irgendeine Art von mildtätiger Versorgung zu geben, steht, ist auf der anderen Seite auch immer wieder in die Kritik geraten, weil er auch für so etwas wie Standardisierung, Herrschaft, Verdinglichung, alle diese Dinge, die und deshalb die Anspielung auf die Fassade hier oder auf das, was eben zu manchen Zeiten daran auch heftig und auch von links, nicht nur von rechts kritisiert worden ist, steht. Die Frage, was der Sozialstaat ist, wie er sich entwickelt hat, in welchen Widersprüchen und in welche Krisen dieser geraten ist und zu geraten droht, dabei aber durchaus nicht nur die Frage, wie machen wir das heute mit dem Sozialstaat und wie geht es weiter unter den Bedingungen einer globalisierten Welt, sondern durchaus so, dass wir schon ansetzen an der Frage, was ist eigentlich intern am Sozialstaat, an einer bestimmten Weise der sozialstaatlichen Verfügung und Regierungsform eben auch ambivalent, eine These, die unter anderem Stefan Lessenich, der jetzt noch nicht hier ist, immer wieder vertreten hat. Das sind die Fragen, die uns heute hier beschäftigen wollen. Stefan Lessenich werde ich erst vorstellen, wenn er dann hier auftaucht. Klaus Offel wird den allermeisten von Ihnen bekannt sein. Er ist Professor Emeritus der politischen Soziologie an der Hertie School of Governance, wo er als letztes tätig war. Vorher war er lange tätig an der Universität Bremen, vorher in Bielefeld und aber eben auch 10 Jahre lang hier an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist eigentlich der Theoretiker des fortgeschrittenen Kapitalismus und des Sozialstaats. Das Buch Strukturprobleme des kapitalistischen Staates ist sicherlich für alle diejenigen, also mindestens für alle Studierenden der Sozialwissenschaften, aber auch weit darüber hinaus einer der Klassiker und immer wieder und auch weitergelesenen Klassiker der Diskussion geblieben. Die Arbeit zu Leistungsprinzip und industrieller Arbeit, die schon seine Promotion war und später veröffentlicht worden ist, ist auch eines der entscheidenden Bezugspunkte eben jener Diskussion gewesen. Herausforderungen der Demokratie, also immer wieder und immer weiter die Beschäftigung damit, wie sich eigentlich kapitalistische Ökonomie, der kapitalistische Staat und Demokratie zueinander verhalten, ist etwas, was ihn in seinem gesamten Lebenswerk beschäftigt hat. In der letzten Zeit, in den letzten Jahren, hat er auch zunehmend mit Publikationen zu Europa und auch wiederum der Krise und dem Problem Europas auf sich aufmerksam gemacht. Viele kennen ihn auch deshalb, weil er einer der sehr entschiedenen Verfechter eines bedingungslosen Grundeinkommens ist. Also einer derjenigen, die aus dem Problem des Sozialstaats eine Konsequenz gezogen haben, die einige gezogen haben, aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen kommen, nämlich ein Plädoyer dafür, hier
verschiedene der Mechanismen zu ersetzen durch so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Über all diese Dinge werden wir heute Abend mit ihm reden, von ihm etwas hören. Und Klaus Offe wird jetzt zunächst mal einleitend ein paar Überlegungen und ein bisschen sozusagen Hintergrundinformationen zur Diskussion geben. Irgendwann wird Stefan Lesse nicht dazukommen, wie wir hoffen. Ganz kurz noch die Information vorher hier wird. Wir werden den ersten Teil unserer Diskussion diesmal, das haben wir sonst nicht gemacht, werden wir aufnehmen. Das muss Sie aber alle in der Diskussion hinterher überhaupt nicht schrecken, weil es nämlich tatsächlich nur um das geht, was hier auf dem Podium anfangs gesagt wird. Die Diskussion werden wir nicht mit aufnehmen. Also keiner muss jetzt Angst haben, dass er in dem, was er in der Diskussion, in die wir, nachdem es hier auf dem Podium dann erstmal einen Austausch zwischen Stefan Lessenich und Klaus Offe geben wird, werden wir wie üblich eben in die offene Diskussion übergehen. Das wird nicht aufgenommen. Sie müssen keine Angst haben, irgendetwas zu sagen, was Sie dann hinterher im Netz wiederfinden. Auch Sie müssen keine Angst haben, irgendetwas in der Diskussion zu sagen, das Sie nicht kontrollieren können. Ja, und damit gebe ich jetzt direkt an Sie weiter. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier zu uns gekommen sind und bereit sind. Brauche ich das Mikrofon oder kann ich mich auch so verständlich machen? Nein. Ah, Sie brauchen, da fängt es an. Also vielen Dank für die Einladung in dieses diese interessante Spielstätte, über deren Geschichte und Sinnbestimmung ich schon ein bisschen was gelernt habe. Ich fühle mich sehr wohl hier und habe dieses Gebäude schon sehr oft von außen gesehen, aber noch nie von innen. Und insofern ist es eine Premiere. Ja, ich habe meinen Auftrag so verstanden, ja? Ist das besser? Gut. Ich habe meinen Auftrag so verstanden, dass ich ein bisschen Informationen einfach mal abliefere in einer Weise, die naturgemäß sehr grob zusammenfassend ist und typisierend. Also der deutsche Sozialstaat, kann man sagen, besteht im Kern aus 5000 Seiten Gesetzestext in den 12 Sozialgesetzbüchern. Und ich habe die nicht alle gelesen. Von dem, was ich gelesen habe, habe ich vieles nicht verstanden, weil es nur Juristen zugänglich ist und auch, wie ich kürzlich erfahren habe, von denen nicht allen zugänglich ist. Mit dem Sozialstaat beschäftigen sich die Historiker, die Ökonomen, die Juristen, die Sozialphilosophen, die Soziologen, Politikwissenschaftler. Das ist ein interdisziplinäres Thema. Ich werde, und übrigens auch, also insbesondere auch die Europa-Juristen oder an Europa interessierten Politiker und Juristen, ein gigantisches Feld. 15 Minuten hatte ich ursprünglich zugeteilt bekommen. Ich darf sozusagen, bis Stefan kommt, noch ein bisschen, noch ein bisschen länger reden. Okay, ich werde nichts über Europa sagen. Ich werde auch nichts über, jedenfalls in meinen einleitenden Bemerkungen, nichts über das Grundeinkommen sagen. Sondern würde mit einer Überlegung, die ich oft durchgespielt habe, anfangen. Alle Gesellschaften haben ein Problem, nämlich das Problem, das selbst zwei Seiten hat. Das Problem, wie man Arbeitskräfte auf produktive Funktionen verteilt, und das Ergebnis dieser produktiven Funktionen auf die Arbeitskräfte und ihre Haushalte. Nicht wahr? Diese Kreisbewegung, die erste Seite des Problems ist das Produktionsproblem, das zweite das Verteilungsproblem. Das muss in allen Gesellschaften irgendwie institutionell gelöst werden. Das kann man durch Leibeigenschaft tun und feudale Versorgungs- und Fürsorgepflichten tun.
in unseren Gesellschaften passiert das simultan durch Märkte, nämlich durch die Arbeitsmärkte, auf denen Einkommen erzielt wird, im Rahmen eines Arbeitsvertrages, dessen Wesen daran besteht, dass er kündbar ist. Diese Arbeit findet betrieblich statt, sie findet mehr oder weniger geschützt statt, sie findet beruflich statt, sie findet in organisatorischen Hierarchien statt und so weiter und so weiter. Und dann gibt es ein Arbeitseinkommen, das zum Teil für Beiträge verwendet wird, für die Sozialversicherung, zum Teil für Steuern verwendet wird und dem Rest, dem Konsum bzw. der Investition, also der Ersparnisbildung, verwendet wird. Also dieser gigantische Kreislauf. Und dann kann man Gesellschaften vergleichen danach, wie sie dieses Doppelproblem der Produktion und der Verteilung lösen. Und das passiert durch eine hochkomplexe Kombination von Arbeitsmärkten und Güter- und Dienstleistungsmärkten auf der einen Seite und sozialrechtlichen Ansprüchen, die überall dann eintreten oder jedenfalls eintreten sollen oder realisiert werden sollen, wenn das Problem über Märkte allein nicht gelöst werden kann, das heißt zunehmend. Ein Begriff, der insbesondere bei den Juristen, aber auch bei den Politikwissenschaftlern eine große Rolle spielt für die Beschreibung des Sozialstaats, ist der Begriff der Daseinsvorsorge. Daseinsvorsorge, der stammt aus den 30er Jahren schon. Der Begriff bedeutet, die Gesamtheit der institutionellen Komplexe, also nicht nur der Transfereinkommen und des Transfers von Geldleistungen im Rahmen von sozialrechtlichen Ansprüchen, sondern da ist er, ja, sondern bedeutet auch, also alles, was zum Wohnungsbau, zum Verkehrswesen, zum Bildungswesen gehört. Das ist sozusagen eine daseinsprägende Versammlung von Institutionen. Jetzt kann ich ein bisschen schneller machen. Genau. Ich habe alles gehört. Daseinsversammlung. So, ich habe es nützlich gefunden, vielleicht finden Sie das allzu didaktisch, mir die Entstehung des modernen Sozialstaats als den Aufbau eines fünfstöckigen Gebäudes vorzustellen, das ein Dach hat. Und was sind die fünf, das unterste Geschoss, der Keller, und das ist das Armenwesen, das weit vor der Entstehung des modernen Kapitalismus eine Rolle spielt und dann also im Frühkapitalismus, im Armenhauswesen, Poorhauswesen eine wichtige Rolle spielt, damals am Anfang noch nicht auf Rechten, sondern auf Mildtätigkeit und beruhte deren Kehrseite die Diskriminierung, Stigmatisierung und soziale Kontrolle der Armutsbevölkerung, insbesondere der männlichen, gewesen ist. Dann gibt es ein Parterre sozusagen, etwas, das die Regulierung der Arbeitsbedingungen am Arbeitsplatz angeht. Sehr wichtige. Im 8., 9., 10. Kapitel des ersten Bandes des Kapital, gut nachzulesen, Entwicklungen, die im 19. Jahrhundert stattgefunden haben, die Normierung des Arbeitsverhältnisses selbst, insbesondere die Normierung der maximalen Arbeitszeit, aber auch bestimmte Kontrahierungsverbote, also Arbeitsverträge, die unzulässig sind, Kinderarbeit, nicht wahr? Das ist als eine Schutzvorkehrung
also Arbeitszeitregulierung, auch elementare Arbeitsschutz, Arbeitssicherheitsvorkehrungen. So, dann die erste Etage sozusagen sind die Sozialversicherungen. Pionierhaft die Bismarckschen Sozialreformen der 1880er Jahre gegen die Standardrisiken der Arbeitnehmerexistenz. Diese Standardrisiken waren zunächst einmal die Gefahr von Arbeitsunfällen, die keineswegs zu verlässlich wegreguliert worden sind durch die, das, was in der Partei passiert ist. Aber Krankheit, Alter und sehr viel später Arbeitslosigkeit als Risiken und noch viel später Pflegebedürftigkeit. Das sind sozusagen die fünf Risiken, die von den Sozialversicherungen abgedeckt werden. Weshalb diese Verspätung mit der Arbeitslosenversicherung, die im deutschen Fall 1927 erst etabliert worden ist, also 40 Jahre nach den anderen. Und Arbeitslosigkeit ist das einzige Risiko der Arbeitnehmerexistenz, das also versicherungstheoretisch schwer zu handhaben ist, deshalb, weil es sich um ein verbundenes Risiko handelt und kein isoliertes Risiko. Wie Krankheiten kann man sagen, Seuchen sind auch verbundene Risiken. Also viele kommen, aber das ist ja nicht unser Problem. Ja. Arbeitslosigkeit kommt in Wellen. Und das andere Problem bei der Arbeitslosenversicherung ist das Moral Hazard Problem. Arbeitslosigkeit kann man herbeiführen. Und wenn sie einmal eingetreten ist, kann man sie in die Länge ziehen, mehr als das möglich wäre, wenn man keine Arbeitslosenversicherung und die Transferleistung, die mit ihr versucht, hätte. Und das war ein sehr konservatives Argument von dem Anfang an und bis heute praktisch. Arbeitslose müssen sozusagen unter Marktzwang gesetzt werden und dürfen sich nicht in der sogenannten sozialen Hängematte, nicht wahr, ausruhen dürfen. Ja? Also sie müssen gefordert werden, ja? Und dann auch gefördert. Das ist also eine durchgängige Spezialproblematik der Arbeitslosenversicherung. Dann gibt es als nächsten Schritt, wir sind glaube ich in der zweiten Etage jetzt, ja, das Tarifvertragswesen, also die Lohnbildung, wird nicht durch politisches Diktat oder politische Entscheidung, davon sei abzusehen, sondern durch verbandsautonome Verhandlungen des Tarifvertragswesens bestimmt, mit einigen Einschränkungen, die wir heute erleben. Da sind wir jetzt sozusagen am Ende des Ersten Weltkriegs oder während des Ersten Weltkriegs im deutschen Fall. Ja, die Anerkennung der Tarifpartner, was ja eigentlich eine systemwidrige Konzession ist. Es handelt sich um eine Arbeitsangebotskartellierung. Ja. Der Markt wird suspendiert. Auf der Arbeitnehmerseite entsteht ein Monopol. Das war schwer zu schlucken seinerzeit, nicht? Ehe das durchgesetzt worden ist. Dann gibt es nach dem Zweiten Weltkrieg und heute eines der zentralen Baustellen, eine der zentralen Baustellen, die monetäre Familienpolitik, die Zusatzkosten der Familie, insbesondere auch Wohnkosten, die das größte einzelne Etatposten sind, kompensieren sollen. Entweder durch steuerliche Bevorzugung oder durch Transferzuwendung. Interessante terminologische Entwicklung in Deutschland seit den 90er Jahren, dass man nicht mehr von Familienlastenausgleich, sondern von Familienleistungsausgleich. Also gleichsam eine Belohnung für die Humankapitalbildung, die in Familien stattfindet, das so konzipiert. Also die monetäre Familienpolitik ist
die vierte Etage, wenn ich richtig mitgezählt habe. Oder die dritte. Okay, jetzt kommt das Dach. Ja? Das Dach ist die Arbeitsmarktpolitik. Und nur wenn die Arbeitsmarktpolitik, und das ist die schlichte Pointe meiner Metapher, nur wenn die Arbeitsmarktpolitik im langfristigen Durchschnitt für so etwas wie Vollbeschäftigung, ein äußerst mysteriöser Begriff, sorgt, dann bleiben die darunter gelegenen Stockwerke sozusagen intakt. Wenn das Dach durchregnet, gehen sie alle kaputt darunter. Also die Vollbeschäftigungsprämisse der sozialstaatlichen Stabilität. Wobei Vollbeschäftigung selbst, wie wir ganz am Ende sehen werden, eine hochproblematische Stellgröße ist. Auf allen diesen Etagen findet Jahr für Jahr Bautätigkeit statt. Also die historische Entwicklung ist nicht nur die senkrechte, sondern auch die horizontale, die Umgestaltung dieser Etagen. Und das schlägt sich nieder in der Sozialgesetzgebung und dem Sozialbudget dieser gewaltigen Literaturmasse, die den verschiedenen beteiligten Disziplinen da zur Verfügung steht. So, insgesamt hat dieses grotesk komplexe Bauwerk die Folge, dass die Gesellschaft gestaltet wird, und zwar in einem sehr handfesten Sinne. Es werden Normalbiografien normiert, Geschlechterbeziehungen, Generationenbeziehungen, verteilungspolitische Situationen werden sozialstaatlich produziert. Der Sozialstaat ist ein aktiver Gestalter und Normalisierungsakteur in sehr vielen Beziehungen, also von der Einrichtung der pränatalen medizinischen Betreuung bis zum der Regelung von hinterbliebenen Fragen. Das ganze Leben tagtäglich, und insbesondere wenn wir Bildungs-, Wohnungs- und Verkehrsfragen einbeziehen, regionalpolitische Fragen einbeziehen, unsere Existenz wird sozialstaatlich gestaltet, normalisiert und vorgeschrieben. Ja? Und zwar durch Verrechtlichung, das ist ein wichtiges Stichwort. Diese sozialstaatlichen Institutionen, die ich beschrieben hatte, hatten alle Anfänge sozusagen vor legaler Natur und sind dann in Rechtsansprüche und Rechtspflichten gegossen worden. Der Sozialstaat in seiner Geschichte ist politisch ausgesprochen buntscheckig. Es kommen alle politischen Farben vor, liberale, konservative, sozialdemokratische, sozialistische Vorstellungen werden in einem laufenden Konflikt- und Koalitionsbildungsprozess wirksam, sodass man nicht davon reden kann, dass der Sozialstaat in irgendeinem Sinne eine linke Angelegenheit wäre, diese freiheitsbeschränkenden und zwangsweise normalisierenden Funktionen sind durchaus einem linken Verständnis, wie ich es vertreten würde, entgegengerichtet und entgegengesetzt. Also der Sozialstaat ist kein linkes Projekt, auch historisch. Also ich meine, Bismarck ist das beste Beispiel für die Synchronizität von Sozialistengesetzen und Sozialversicherungsgründung. Das ist auch bekannt. Die Entwicklung des Sozialstaats, auch international vergleichen, ist insofern interessant, als es sich um ein Kriegs- und Nachkriegsphänomen handelt. Schubweise Erweiterung des sozialstaatlichen Schutzes
Vorkehrungen ereignen sich während und nach Kriegen. Also Stennis-Legien am Ende des Ersten Weltkriegs, aber auch die Mitbestimmung und Betriebsverfassung und Lastenausgleichregelung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg oder das Wohnungsbauprogramm, das in England hieß nach 1945 Homes Fit for Heroes, ja, nimmt darauf Bezug. Und das ist ganz besonders deutlich, dass diese Regel Zusammenhang, was man im Englischen manchmal nennt, Welfare Warfare State, ganz besonders deutlich wird das auch für den Kalten Krieg. Es ist sozusagen ein Denkexperiment, das man aber gut aus historischen Dokumenten bestätigen und nachvollziehen kann. Ohne den Kalten Krieg hätte es 1957 keine Rentendynamisierung gegeben. Adenauer war sozusagen optimistischen oder überängstlichen oder überpessimistischen, wie man will, Meinung, dass in der DDR da drüben möglicherweise etwas zustande kommen könnte, was einen an sozialstaatlichen Leistungen und Sicherungen dem Deutschen, dem Westdeutschen, dem kapitalistischen System überlegen sein könnte. Und darauf müssen wir uns im Sinne der Erhaltung der inneren Einheit der Nation, so das der Kernbegriff, darauf müssen wir uns einrichten. Und wir müssen sozusagen nicht nur wirtschaftlich besser sein, wir müssen auch sozial besser sein als die da drüben in der Ostzone, nicht wahr? Wie man damals sagte. Und auch da sieht man, dass der Kalte Krieg in diesem Fall eine Triebkraft war. Wir sind die Adressaten der Sozialpolitik. Es gibt drei Gruppen von Typen, an denen die Sozialpolitik sich adressiert. Das sind erstens, das ist zum Teil parallel zu dem, was ich über das Gebäude gesagt habe, die Armen, die Armutsbevölkerung, die Anspruch auf, und der entscheidende technische Begriff im Deutschen heißt, Hilfe hat. Ja? Armut verlangt nach Hilfe. Und ob wir Hilfe gewähren oder nicht, das hängt vom Verhalten der Armen zum Teil auch ab. Sind sie der Hilfe würdig? Sind sie unsere Armen? Oder hätten sie ihre Armut vielleicht aus eigenen Mitteln verhindern können? Das ist sozusagen die Frage in der Sozialhilfe. Dann die zweite Kategorie, die größte, vielleicht nicht mal die größte, Kategorie der Adressaten sozialstaatlicher Leistung sind die Arbeitnehmer. Die Anspruch auf beitragsproportionale Versicherungsleistungen erwerben und die Ausnahmen für diesen Satz sind die GKV, die gesetzliche Krankenversicherung und die gesetzliche Pflegeversicherung, die nicht nach dem proportionalen, beitragsproportionalen Prinzip funktionieren, weil da nicht gezahlt wird, sondern nach dem bedarfsproportionalen Prinzip. Und dann die dritte Kategorie, das sind wir alle, das sind wir als Bürger. Ohne Beiträge gezahlt zu haben, sind Bürger oder Kategorien von Bürgern Destinatäre, also Bezugsberechtigte von sozialstaatlichen Leistungen. Das fängt an mit Bauern, mit Eltern, mit Beamten, mit Studierenden und vielen anderen Subkategorien der Bürger, die sozialstaatliche Leistungen beziehen. In Deutschland gibt es eine ausgeprägte berufsständische und risikospezifische Differenzierung der Sozialversicherung, also zur Unterscheidung zwischen gewerblichen Arbeitnehmern, vulgo Arbeiter und Angestellten, also 1911 schon die Differenzierung mit einer Vorstellung der standesgemäßen Lebensführung, die ermöglicht bzw. erlaubt werden muss, eine ausgesprochen kooperatistische, wie man sagt, Einrichtung, die ganz anders ist in England mit dem National Health Service, der sozusagen alle Bürger begünstigt und
und auch seine Probleme. Tja. Die Alterssicherung, der größte Batzen, insbesondere in alternden Gesellschaften des Sozialstaats, wird aufgeteilt und darüber gibt es auch einen ständigen Streit und eine Feinjustierung und eine Reformvorschläge in gesetzliche Leistungen, betriebliche Leistungen, die zusätzlich zu den gesetzlichen gewährt werden, und private Ersparnisse, die aber selbst subventioniert werden können. Stichwort Riester, nicht wahr? Das ist eine steuerliche Subventionierung privater Vorsorgeleistung. Es ist kompliziert, aber es ist laufend in Bewegung und mit der Kritik ausgesetzt. So, was sind die Funktionen Systems? Man kann sagen, zunächst einmal der Absicht nach die Einlösung gewisser Gerechtigkeitsansprüche auf Sicherheit, Lebensstandardsicherung in der Alterssicherung, Chancengleichheit, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse nach Regionen, zwischen Regionen, das steht ja im Grundgesetz. Der Sozialstaat kommt im Grundgesetz nur zweimal vor, Artikel 20 und 28, und spielt eigentlich in bewusstem, scharfen Kontrast zum Schlussteil der Weimarer Reichsverfassung eine also nominell untergeordnete Rolle. Wird verfassungsmäßig weniger stark verankert als das gescheiterte Experiment der Weimarer Reichsverfassung, das nur als Stichwort. Also Einlösung von Gerechtigkeitsansprüchen. Zweitens, damit verbunden, immer als wichtiges Argument gegen konservative Kräfte vorgebracht, Konfliktprävention. Ja? Wir können, also Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, also alle Ökonomien, mit denen wir konkurrieren in Deutschland, haben drei Produktionsfaktoren, die bekannten drei Faktoren, die Deutschen haben vier. Ja, wir haben eine extra, und das ist der soziale Frieden durch Mitbestimmung. Ja. Und das ist zwar teuer für die Betriebe, aber im wohlverstandenen langfristigen Eigeninteresse ist es eine gute Idee, diesen Faktor auch zu nutzen. Und sieh mal, wie exportintensiv wir damit sein können, verglichen mit den französischen und britischen Verhältnissen, wo laufend gestreikt wird. Dann gibt es ein starkes ökonomisches Argument der Nachfragestabilisierung, die Built-in-Stabilizers des Sozialstaats sichern, dass die Nachfrage selbst bei Arbeitslosigkeit und bei Alter, also bei Rentnern, erhalten bleibt und dadurch die Wirtschaftstätigkeit keine scharfen Ausschläge erlebt. Und dann gibt es seit den 80er Jahren die Vorstellung, dass der Sozialstaat eine investive Funktion hat. Social Investment, das kommt von Tony Giddens und den Survey-Theoretikern in England. Also Qualifizierung. Dann wird gesagt, also die Arbeitslosenversicherung ist dadurch gerechtfertigt, dass die Leute, die arbeitslos geworden sind, eine gewisse Suchphase haben und dadurch ein besseres Matching von Qualifikationen haben. Sie müssen nicht das Erstbeste nehmen, sondern sie können, und das ist eine investive Vorkehrung, das Matching wird besser, ja, durch die Wartezeit. Aber auch die Familienpolitik ist, wie gesagt, als mit pronatalistischen Hinter- und Untergedanken als Social Investment Politik vorgestellt worden. Ich komme jetzt und bin dann fast am Ende schon zu einigen Dilemmata, mit denen wir es heute zu tun haben. Entscheidungsfragen, die laufend auf dem Tisch liegen und die von politischen Koalitionen reformpolitisch bearbeitet werden muss. Eine ganz wichtige, insbesondere aus schwedischer Perspektive, kritisierte Besonderheit des deutschen Sozialstaates ist die Fixierung auf die alten Leute. Also
Geld für die Alten ist die größte Priorität, statt Dienste für die Jungen. Also da hat es einen Nachholbedarf zumindest gegeben. Und man kann sich das politisch dadurch erklären, durch die sozusagen der Zeitpfeil weist in eine Richtung. Ja? Die Älteren bilden, die Leute mittleren Alters bilden mit den Älteren eine politische Koalition gegen die Jungen, weil sie genau wissen, dass sie selbst mal älter werden, aber nie wieder jung. Nicht wahr? Was enorme Beitragsbelastung für die mittlere Generation und auch die jüngere Generation bedeutet, was wiederum unter bevölkerungspolitischen Gesichtspunkten äußerst unerwünscht ist. Aber daran denken die älteren Leute nicht, sondern fordern mit ihren politischen Mehrheiten, die immer größer werden, angesichts der alternden Gesellschaft, fordern immer mehr Rentensicherheit. Ja. Und das ist ein Dilemma, das vollkommen ungelöst ist. Nicht wahr? Und politisch hochbrisant, wie wir wissen. Der Modus der Finanzierung. Soll es ein Umlageprinzip geben? Das heißt, alles, was an Beiträgen reinkommt, wird so gut wie sämtlich im laufenden Monat wieder ausgezahlt an die anspruchsberechtigten Rentner. Oder soll es ein Kapitaldeckungsprinzip geben? Da gibt es hochbrisante Kontroversen und Diskussionen darüber. Die Implikation ist klar. Wenn wir eine Umlagefinanzierung haben, dann richten sich alle Augen auf die Arbeitsmarkt- und Reallohnentwicklung. Wenn die gut ist, dann wird bei dynamisierter Rente unsere Rente dann auch entsprechend steigen. Wenn es Kapitaldeckungsprinzip gibt, was in brutaler und reiner Form zum Beispiel in Chile der Fall ist, dann richten sich alle Augen nicht auf den Arbeitsmarkt und die Lohnentwicklung, sondern auf den Kapitalmarkt und die Rendite, die am Kapitalmarkt zu erzielen ist. Und das Framing, die mentale Orientierung dieser beiden Finanzierungsprinzipien ist von ganz entscheidender Bedeutung. Dann gibt es eine weitere. Um die soziale Sicherung finanzieren zu können, sind wir auf Vollbeschäftigung angewiesen. Und es gibt diese Diskussion, also seit Anfang der Nullerjahre, Lissabon-Strategie. Das Ziel ist, dass wir 70% der Bevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren erwerbstätig machen müssen, 70%, 60% der Frauen und 50% der über 55-jährigen Bevölkerung. Also sie müssen alle in die Erwerbstätigkeit getrieben werden, damit aus ihren Beiträgen, die sie aus dieser Erwerbstätigkeit zahlen, die gegenwärtige Rentensituation bezahlt werden kann oder die Rentenansprüche bezahlt werden können. Eine weitere Alternative ist die zwischen Expansion der Leistungen, was politisch außerordentlich attraktiv ist, insbesondere kurz vor Wahlkämpfen, wo das immer in die Höhe geht, jetzt auch vor dem Europawahlkampf, oder Leistungskürzungen und Risikoprivatisierung. Das ist die Alternative, die normalerweise auf einer Rechts-Links-Achse abgebildet werden kann. Die Lohnnebenkosten die Lohnentwicklung, aber die Lohnnebenkosten insbesondere, die nichts anderes sind als der Arbeitgeberanteil der Sozialversicherung, nicht? Die paritätisch finanziert wird, also meistens paritätisch finanziert. Diese Lohnnebenkosten haben einen erheblichen Einfluss auf den internationalen Wettbewerb einer globalisierten Ökonomie.
wenn die Lohnnebenkosten zu hoch sind, so das Arbeitgeberargument, dann können wir nicht mehr exportieren, weil wir zu teuer sind. In der FAZ fand sich kürzlich vor einer Woche oder so ein volle Seite einnehmendes Plädoyer für eine Sozialkostenbremse, nachdem wir eine Steuerbremse haben, soll es eine Sozialkostenbremse geben. Das führt allerdings auch dazu, dass wenn die fiskalische Limitierung, also die Staatsverschuldung durchschlägt auf die Leistungskürzung, dass wir einen dramatischen Anstieg sozialer Ungleichheit haben, mit den Folgen, es gibt ein schönes Buch von Wilkinson und Piketty, wo das empirisch ausgebreitet wird, mit der Folge all der sozialen Pathologien, von Ehescheidung, Arbeitslosigkeit, Schulabbruch, Alkoholismus, Kleinkriminalität und so weiter, die wirklich mit einer seltenen Korrelation mit Ungleichheit zusammenhängen. Ungleichheit ist nicht irgendwie ungerecht. Ungleichheit ist pathologisch in ihren Konsequenzen. Und eine Leistungskürzung der sozialstaatlichen Leistungssysteme vermehrt die Ungleichheit. Und das gilt für sämtliche EU-Mitgliedstaaten. Ein letztes Dilemma, das ich anführen möchte, ist das zu wenig diskutierte, ob der Sozialstaat die Hauptaufgabe hat, Armut zu vermeiden und Armutsnähe zu vermeiden, die Furcht vor der Armut zu vermeiden, also im Bild gesprochen die Löcher im Fußboden zu flicken. Oder ob der Sozialstaat die Aufgabe hat, was überwiegend sozialdemokratische, wie ich neulich gehört habe, auch grüner Überzeugung entspricht, dass der Sozialstaat die Aufgabe hat, Leitern aufzustellen, diesen sozialen Aufstieg zu ermöglichen. Wenn beides nicht geht gleichzeitig, dann gibt es bei uns politisch eine eindeutige Priorität für Aufwärtsmobilität statt Armutsverhinderung. Ja, ich werde jetzt schon gemahnt, dass ich auch vollkommen zu Recht. Es gibt alle sozialwissenschaftliche Analysen heutzutage, haben es mit vier Megatrends zu tun. Und damit werde ich dann auch aufhören. Erstens mit der Ungewissheit der Beschäftigungslage. Also Arbeitslosigkeit herrscht nicht immer, aber niemand weiß, ob sie nicht morgen vorherrschen darf. Und diese Beschäftigungslage, und da habe ich ein paar Zahlen dazu, lasse ich vielleicht schon. Zweitens gibt es den dramatischen demografischen Wandel. Ich sage immer, die Leute, die behaupten, der Tag habe 24 Stunden, die irren sich. Der Tag hat 30 Stunden. Pro Jahrzehnt gibt es nämlich 2,5 Jahre Steigerung der Lebenserwartung mit enormen sozialpolitischen Auswirkungen. Die müssen ja finanziert werden, der Unterhalt während dieser zusätzlichen. Also demografischer Wandel, der sich zusammensetzt aus endogen induzierter Geburten, Senkung oder Geburtenratensenkung und größerer Lebenserwartung. Drittens, Globalisierung und supranationale Integration. Also die Faustregel ist, produziert im Sinne von herstellender Arbeit wird heutzutage woanders. Deutschland ist eine Ausnahme. Wir sind überindustrialisiert, hat man in den 70er Jahren gesagt. Bei uns sind immerhin 20% der Leute mit Herstellung von physischen Produkten beschäftigt, zum Beispiel Autos. Nicht wahr?
In den USA sind es 10%, in Großbritannien, Vereinigten Königreich, sind es 9%. Die herstellende Arbeit, weil Herstellung woanders stattfindet, von Textilien und dergleichen, Automobil, ist ausgelagert worden, was Kostenvorteile hat und so weiter. Und als letzten Punkt muss man anführen, das Ende des Kalten Krieges als einer Triebkraft der sozialpolitischen Weiterentwicklung. Und die Arbeitgeber sagen, oder die Investoren sagen, wir können mit diesen Sozialleistungsniveaus nicht mehr exportieren. Und sie sagen das unwidersprochen, insbesondere auch nach dem faktischen Ende der sozialdemokratischen Vetomacht, die dem widersprechen können. Also Lohnnebenkosten und Lohnstückkosten, die Hauptvariable der Erfolge im internationalen Wettbewerb, sind davon betroffen und die müssen runter. Lohnstückkosten, Arbeitskosten, insbesondere Lohnnebenkosten sind. Als letzten Satz. Als Reaktion auf diese, ja, manchmal und oft und zutreffend als neoliberal bezeichnete Kürzungs- und Sparpolitik im Sozial. Als Reaktion darauf gibt es überall den Rechtspopulismus mit ethnopartikularistischen Sozial- und wirtschaftspolitischen Protektionismus als Programm. Also die AfD sagt ja im Bundestag, also Rentenerhöhungen sollen nur Bio-Deutschen zugutekommen. Ich weiß, wo kommen wir denn sonst hin? Ja. Also diese Vorstellung von Sicherheit, nicht durch Staatsgewalt mit ihrer fiskalischen Abschöpfungsermächtigung, sondern Sicherheit durch Staatsgrenzen und nicht durch Staatsgewalt ist das neu angesagte Paradigma der sozialpolitischen Entwicklung. Wir werden sehen, wohin uns das noch führt. Dankeschön. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Da das so profunde, so komplex und so interessant war, habe ich gezögert, das Mikrofon Ihnen schneller aus der Hand zu reißen. Das hat sich aber, glaube ich, wirklich für alle gelohnt. Ich will jetzt ganz schnell Stefan, der dafür Gelegenheit hatte, sich ein bisschen auszuruhen nach seiner etwas stressigen Anreise, kurz vorstellen. Stefan Lessenich kommt gerade aus München, aus der Stadt, an der er einen Lehrstuhl für Soziologie an der Maximilians-Universität hat, an. Viele von Ihnen kennen ihn aus der Zeit seines Wirkens in Jena 2004 bis 2015 immerhin und in der Zeit vor allem auch als Protagonisten und sozusagen Initiator der Kollegforschergruppe Postwachstum, die einiges hervorgebracht hat, einiges initiiert hat und aus der unter anderem auch ein Aufsatzband, ein Diskussionsband zusammen mit Klaus Dörre und Hartmut Rosa hervorgegangen ist, Soziologie, Kapitalismuskritik. Stefan hat ebenso wie Klaus Offe quasi sein ganzes akademisches Leben mit dem Wohlfahrtsstaat und dem Sozialstaat verbracht, also promoviert in Bremen zu Zeiten, wo Klaus Offe dort auch noch war, promoviert über das spanische Sozialmodell, dann habilitiert über Wandel im deutschen Sozialstaatsmodell. Ich nenne jetzt nur mal die zwei der letzten Veröffentlichungen, nämlich den Band Die Neuerfindung des Sozialen, der Sozialstaat im flexiblen Kapitalismus, die belegen sollen, dass er sich mit dem Sozialstaat wirklich ununterbrochen und über viele Jahrzehnte beschäftigt hat. Und das eines der letzten Bücher, das sehr viel Furore gemacht hat, Neben uns die Sintflut, die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis. Und es gehört nicht sehr viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass wenn die Sintflut neben uns stattfindet und nicht nach uns, sie uns dennoch irgendwann oder sie uns eben genau deshalb irgendwann betreffen wird. Das sind Themen, mit denen Stefan sich in den letzten Jahren zunehmend befasst hat. Und ich gebe dir jetzt sofort Gelegenheit,
zu sagen, was alles falsch war und was du alles anders siehst als Klaus Offe und zu sagen, deine Perspektive auf das Thema zu entwickeln, bevor ihr dann untereinander erstmal und dann mit dem Publikum diskutiert. Schön, ja, dass du da bist. Hui. Ja, vielen Dank für die Einladung. Erstmal freue ich mich, hier zu sein für die Einführung, und ich bin ganz begeistert, wie voll das hier ist. Das muss wohl Berlin sein. Ja. Doch, natürlich. Klar. Leider ist der 30-Stunden-Tag einstweilen nur in der Lebensperspektive eingeführt, nicht in der Tagesperspektive. Deswegen war ich heute knapp dran. Und dann bin ich noch konfrontiert worden mit der, und deswegen glaube ich, mit der Wohlfahrtsstaatlichkeit in Deutschland. Ich würde auch vom Wohlfahrtsstaat sprechen, eher als vom Sozialstaat, als eine Vergesellschaftungsform, Vergesellschaftungsmodus. Und dazu gehört ganz stark auch die soziale Infrastruktur und die öffentliche Daseinsvorsorge und die Deinvestitionen in die Verkehrsinfrastruktur in diesem Land. Jedenfalls in Teilen derselben, haben mich dann hier so spät zu Ihnen, zu euch geführt, weswegen ich, weil ich dann gleich meinen Platz hier eingenommen habe, nicht dafür garantieren kann, wenn es wirklich bis 21 Uhr hier dauert, dass ich nicht zwischendurch aufs Klo muss. Das ist möglich. So, aber jetzt zu den relevanten Dingen. Ich wollte, weil es hier ja um Grundsätzliches geht, mit Grundsätzlichem beginnen, mit zwei, drei Grundsatzbemerkungen zum Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat, zu Wohlfahrtsstaatlichkeit als Vergesellschaftungsform, und dann komme ich zu einer wohlfahrtsstaatlichen Zeit- oder Gegenwartsdiagnostik. Und all das, was Alternativen sind, das lasse ich dann erstmal weg. Ich denke, da kommen wir dann später dazu. Und ich hatte eigentlich nur zwei Punkte, die ich grundsätzlich anmerken wollte zu Beginn. Jetzt habe ich mir gerade noch einen dritten notiert, weil Klaus Offe ja sehr stark institutionenorientiert seinen Beitrag angelegt hat. Hausmetapher, Stockwerke, Dach. Also so eine eher institutionalistische Perspektive eingenommen hat. Und deswegen habe ich das jetzt kurz noch um einen dritten Punkt ergänzt. Den dritten nenne ich zuerst, weil ich eigentlich dachte, dass Klaus Offe den auch erwähnt. Bei diesem dritten Punkt beziehe ich mich auf einen der wichtigsten Theoretiker des Wohlfahrtsstaats in der Bundesrepublik Deutschland, nämlich auf Klaus Offe. Der ist, glaube ich, für das Verständnis des Dings ganz zentral, dass man den modernen Wohlfahrtsstaat in industriekapitalistischen Gesellschaften nicht verstehen kann, wenn man nicht seine funktionale und legitimatorische Kopplung an die kapitalistische Ökonomie, an die industriekapitalistische Ökonomie in den Blick nimmt. Also diese Kopplung von Wohlfahrtsstaatlichkeit an kapitalistische Ökonomie, an die kapitalistische Produktionsweise, die ist ganz zentral. Und da ist eben zentral, das ist dann so auch schon eine Hinleitung zu dem zweiten Grundsatzpunkt, da ist dann zentral, dass wenn man diese Kopplung in den Blick nimmt, dass der Wohlfahrtsstaat oder Sozialpolitik, Sozialstaatlichkeit eben nicht nur eine kompensatorische Funktion hat, sondern auch, ich würde sagen, eine konstitutive Funktion. Und dazu hat Klaus Offe in den 70er Jahren ganz zentrale Beiträge zugeleistet. Also einen Beitrag über die aktive Proletarisierung. Also der Sozialstaat ist nicht nur dafür zuständig, funktional Menschen von Marktzwängen zu befreien, also eine Altersrente einzuführen, damit irgendwann mal der Marktzwang, der Arbeitsmarktzwang, der Verkaufszwang, der wahre Arbeitskraft ein Ende hat im Lebenszyklus. Oder die Leute von Marktzwängen abhängig zu machen, wenn sie arbeitslos sind, also damit man nicht am ersten Tag wieder zurückkehren muss in die Lohnarbeit, sondern eine Wartezeit hat, Arbeitslosenversicherung. Das ist nicht nur eine Kompensationsfunktion, sondern auch eine konstitutive Funktion. Über diese Herausnahmen aus dem Marktzwang wird Marktförmigkeit überhaupt erst ermöglicht. Ja, Märkte werden politisch hergestellt, und funktionierende Märkte brauchen Sozialpolitik im engeren und im weiteren Sinne. Und deswegen hat Sozialpolitik, Wohlfahrtsstaatlichkeit nicht nur so eine dekommodifizierende Funktion, die natürlich einen großen Teil ihrer Legitimationsseite ausmacht. Aber sie hat nicht nur die Funktion, die Leute von Marktzwängen zu befreien, sondern überhaupt erst die Leute marktgängig und marktfähig in ihrer Arbeitskraft zu machen. Also Kommodifizierung ist die andere Seite der Medaille. Proletarisierung hat man das in den 70er Jahren genannt. Verlohnarbeiterlichung oder ähnliches. Also diese Kopplung des Wohlfahrtsstaats an die kapitalistische Ökonomie, das ist sozusagen, denke ich, das muss man vor die Klammer ziehen, um den ganzen Rest zu verstehen. Und daraus folgen dann auch die beiden anderen grundsätzlichen Dinge, die ich zuerst sagen möchte. Nämlich, das muss man vielleicht hier in dem Rahmen nicht oder jetzt auch nicht mehr, nachdem das schon gesagt ist, aber eine ganz grundsätzliche
Herangehensweise wäre zu sagen, es ist ein Missverständnis, den Wohlfahrtsstaat nur als Wohltäter zu sehen. Ja, das ist aber eine ganz gängige Selbstbeschreibung des Wohlfahrtsstaates und auch eine ganz starke Fremdsicht auf den Wohlfahrtsstaat. Und natürlich auch Teil seiner, wie schon angedeutet, seiner Legitimation. Aber wohlfahrtsstaatliche Institutionen, Interventionen operieren nicht nur nach dem St. Martins-Prinzip, ja, oder dem guten Samariter oder gar nach dem Prinzip Robin Hood, ja, den Reichen wird genommen, den Armen gegeben, sondern der Wohlfahrtsstaat ist selber ein Moment, ein Instrument, eine Instanz der Stratifizierung dieser Gesellschaft. Der Wohlfahrtsstaat stellt selber neue Ungleichheitsstrukturen her. Und deswegen wäre es auch zu wenig zu sagen, naja, es gibt einen Markt, es gibt eine kapitalistische Marktökonomie und da entstehen primäre Ungleichheiten, je nachdem, wenn man jetzt das mit Weber fasst, ja, je nachdem, welche Marktchance ich habe, mit welchen Ressourcen ich ausgestattet bin, ob die jetzt marktfähig oder sind oder nicht, ja, wie ich die verwerten kann, dann habe ich mehr oder weniger Erfolg auf dem Arbeitsmarkt und dann ergibt sich dadurch eine Hierarchisierung von Positionen in der Marktökonomie. Das ist die primäre Ungleichheit, die primäre Verteilung. Und dann ist aber der Wohlfahrtsstaat eben nicht nur ein Instrument der sekundären Verteilung, ja, sozusagen die Ungleichheiten, die der Markt produziert, abzudämpfen, abzumildern, auszugleichen, sondern er stellt selber neue Ungleichheiten her. Er ist neben dem Markt eine zweite Primärinstanz, würde ich sagen, der Herstellung, der Produktion und auch der Reproduktion von sozialen Ungleichheiten. Und das macht er auf vielfältige Weisen. Auf vielfältige Weisen durch Einkommensgrenzen beispielsweise. Ja, bis 1.000 Euro kriegt man BAföG und ab 1.001 Euro nicht mehr. Ja, dann hat man da irgendwelche Schwellen, die politisch gesetzt sind und die neue Ungleichheiten schaffen. Für die Altersrente braucht man 15 Jahre Vorleistung oder 10 Jahre Vorleistung. Oder es gibt eine Mindestrente oder keine. Ja, oder nach oben hin wird gedeckelt oder eben nicht. Man kann sich privat versichern oder nicht. Das sind alles politische Entscheidungen, sozialpolitische Entscheidungen, die neue Ungleichheiten schaffen oder eben tatsächlich Ungleichheiten auch vermeiden helfen. Aber das ist erstmal kontingent, würde man sagen. Es ist nicht in der DNS eingelagert, des Wohlfahrtsstaates immer nur sozial ausgleichend und Marktungleichheiten kompensierend zu wirken. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und vielleicht ist es Eulen nach Berlin getragen oder zumindest nach Kreuzberg, aber ich wollte es vorausschicken. Und das dritte Grundsätzliche hängt auch damit dazu, ich würde soziologisch den Wohlfahrtsstaat als eine, so in so einer Bourdieu'schen oder auch Giddens'schen Formulierung, als eine strukturierende und strukturierte Struktur bezeichnen. Manche lächeln jetzt, die kannten es noch nicht oder gerade weil sie es kennen. Ja, es ist so typischer Soziologensprech. Aber der Wohlfahrtsstaat ist eine Struktur, ja, also er ist eine institutionelle Struktur. Wir haben ja gehört, wie komplex das ist, die bestimmte Funktionsfähigkeiten hat, auch Dysfunktionen. Aber vor allem, und das hat Klaus Offe auch schon gesagt, strukturiert diese Struktur die Lebensverhältnisse der Menschen in wohlfahrtsstaatlichen Zusammenhängen ganz massiv. Und zwar individuell und kollektiv. Individuell ist es schon angedeutet worden, also in der biografischen Perspektive, in der Soziologie der Sozialpolitik ist von der Institutionalisierung des Lebenslaufs die Rede. Ne? Also es gibt normierte Lebensläufe, bis wann man eine Ausbildung gemacht haben muss, ja, wie viel Erwerbstätigkeit man geleistet haben muss, um bestimmte Ansprüche zu haben und so weiter und so fort. Da werden Normen gesetzt, die Normalitäten schaffen. Ne? Also diese Normierungs-, Normalisierungsfunktion, aber auch in anderer Weise, auch kollektiv strukturiert der Wohlfahrtsstaat gesellschaftliche Verhältnisse, weil nicht nur einzeln verfolgen wir diese Norm, sondern sozusagen kollektiv, individuell. Und gleichzeitig, das ist aber die andere Seite, ist der Wohlfahrtsstaat sozusagen nicht den gesellschaftlichen Verhältnissen und den gesellschaftlichen Konflikten und den gesellschaftlichen Kämpfen enthobenes, sondern er wird selber strukturiert als Struktur durch diese gesellschaftlichen Verhältnisse. Es gibt um die ungleichheitsgestaltende Funktion des Sozialstaats, gibt es ständig soziale Konflikte. Ja, mal mehr, mal weniger sichtbar, mal ist die eine, mal die andere Seite stärker, mal ist es stärker organisiert oder stärker individualisiert, aber es gibt immer diese gesellschaftlichen Konflikte. Das heißt, der Wohlfahrtsstaat ist eine Struktur, die strukturierend wirkt und selber aber strukturiert wird durch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Das sind die drei Vorreden. Eine vierte könnte jetzt sein, dass man auch sagen würde, der Wohlfahrtsstaat ist eine soziale Praxis, aber das lasse ich jetzt mal raus. Ich möchte relativ schnell zur wohlfahrtsstaatlichen Gegenwartsdiagnostik kommen
und von dort ausgehend noch einen grundsätzlichen Punkt benennen, der jetzt noch nicht so stark im Mittelpunkt stand bei Klaus Offe. Was die wohlfahrtsstaatliche Zeitdiagnostik angeht, also was passiert eigentlich im Wohlfahrtsstaat aktuell oder was ist im Wohlfahrtsstaat der industriekapitalistischen Gesellschaften der euroatlantischen Region in den letzten zwei Jahrzehnten passiert, auf welche Begriffe und Nenner können wir das bringen. Da ist ja schon die Neuerfindung des Sozialen angesprochen worden, ein Buch von mir. Ich würde sagen, dass wir mit der Diagnose, dass wir es mit einem neoliberalen Wohlfahrtsstaat, einem neoliberal umstrukturierten, also aus den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen heraus, durch die starke Position der Kapitalseite, dass wir es mit einem neoliberalen Wohlfahrtsstaat jetzt mittlerweile zu tun hätten, dass es nur die halbe Wahrheit ist oder nur ein Teil des Phänomens. Und ich versuche, seitdem ich das Buch geschrieben habe und mittlerweile bin ich auch noch mit anderen Sachen beschäftigt, aber ich versuche dem sozusagen komplementär hinzuzufügen, zu sagen, Neoliberalisierung des Wohlfahrtsstaates ist das eine. Ich würde dem hinzufügen, wir haben es auch mit einer Neosozialisierung des Wohlfahrtsstaats zu tun. Also ich rede von neoliberaler und neosozialer Transformation des Wohlfahrtsstaates und ich meine damit, und das ist mir ganz wichtig, weil bei diesen strukturierenden Effekten des Wohlfahrtsstaates, da ist ja auch ganz viel von Subjektformierung dabei. Welche Subjekte werden eigentlich gestaltet durch wohlfahrtsstaatliche Intervention? Durch ganz explizite oder durch mittelbare, kaum spürbare? Und da würde ich sagen, einerseits wird das ökonomisierte Subjekt formiert. Das ist sozusagen die neoliberale Dimension. Also der Sozialstaatsbürger soll zum Marktbürger, zur Marktbürgerin werden. Ja, er soll ökonomisch rational auf Wohlfahrtsmärkten für seine soziale Sicherheit jedenfalls teilweise und zunehmend stärker selber sorgen. Ja, eine private Altersvorsorge, zahnmedizinische Behandlung noch zusätzlich als eine Privatversicherung kontrahieren. Er soll in allen möglichen Belangen selber aktiv werden, vorsorgen, um sein Humankapital, seine Marktfähigkeit, die Marktgängigkeit seiner Qualifikation zu sichern. Das ist die neoliberale Seite und da wird das ökonomische Marktsubjekt formiert. Und das ist aber meines Erachtens eingebettet, eingelagert oder verbunden mit dieser neosozialen Dimension, nämlich dass es gleichzeitig nicht nur zu dieser Ökonomisierung des Sozialen kommt und der sozusagen zur Formung des ökonomischen Subjekts, sondern auch zur Formung, der versuchten Formung von sozialen Subjekten. Ja, es kommt auch zu einer Remoralisierung meines Erachtens und die steht in einem engen Verhältnis mit dieser neoliberalen Ökonomisierung, steht die neosoziale Remoralisierung von Wohlfahrtsstaatlichkeit. Das erleben wir meines Erachtens parallel und sozusagen funktional verbunden mit dieser neoliberalen Transformation in den letzten zwei Jahrzehnten und ich halte das für einen ganz wichtigen Prozess, weil das nämlich heißt, dass wir nicht nur einen Abbau von Wohlfahrtsstaatlichkeit erleben, das erleben wir auch, sondern wir erleben gleichzeitig einen selektiven Ausbau von Wohlfahrtsstaatlichkeit, also da, wo Marktfähigkeit befördert wird, wo Qualifikationen gesucht werden und gebraucht werden, da wo Kinder und Jugendliche als potenzielle zukünftige Arbeitskräfte gesehen werden, da gibt es investive Sozialpolitik. Und gleichzeitig wird es aber verbunden mit einer Moralisierung, nämlich, dass gesagt wird, die ökonomischen Marktsubjekte, die sich teilweise oder zunehmend um ihre eigene soziale Sicherheit kümmern, die sollen das auch tun aus einer sozialen Verantwortung heraus. Es geht nicht nur darum, dass man ökonomisch rational handelt und die beste Versicherung kontrahiert, sondern es geht auch darum, dass man der Allgemeinheit, der Steuerzahlergemeinschaft, der Beitragszahlergemeinschaft, der Wettbewerbsfähigkeit, der nationalen Ökonomie, dass man der nicht schadet, dass man niemandem auf der Tasche liegt, ja, dass man keine Werte konsumptiv abzieht, ja, dass man sich als ökonomisches Subjekt verhält, als ökonomisch rationales Subjekt auf sozialen Sicherungs- und Wohlfahrtsmärkten, man gleichzeitig sozusagen auch noch eine sozial wertvolle Funktion erfüllt. Nämlich zur Herstellung eines gemeinschaftlichen Guts, nämlich von sozialer Sicherheit, sozialem Zusammenhalt beizutragen. Und ich glaube, dass man die Ökonomisierung
auch in ihrem Erfolg, also man fragt sich ja immer an allen Stellen, wie konnte es eigentlich gelingen, dass sich der Neoliberalismus so durchgesetzt hat? Und ich glaube, es hat ganz stark auch mit dieser Remoralisierung und dieser Konstruktion moralischer, sozialer Subjekte zu tun. Können wir gerne darüber diskutieren. Ich glaube, beides hängt miteinander zusammen. Und wenn man die Legitimation von Neoliberalismus verstehen möchte, dann gehört diese Moralisierung dazu. Und das ist natürlich in der Geschichte von Wohlfahrtsstaatlichkeit, wenn man das jetzt erstmal ganz, ganz grob sieht, ist das eine relevante Transformation, weil eigentlich der Wohlfahrtsstaat, man könnte jetzt im Sinne von Steuerungsmedien sagen, eigentlich dafür steht historisch, dass von Moral auf Recht umgeschaltet wird. Ja, es wird nicht mehr gesagt, du bist selber an deinem Schicksal schuld, also sorg auch für dich selber, sondern eigentlich sagt der Wohlfahrtsstaat, naja, hier ist ein Risikofall eingetreten, dann wird er abgesichert. Ja, das ist sozusagen, es wird auf die Kategorie Recht und Rechtsanspruch umgeschaltet von so einer moralisierenden Perspektive. Das ist eine, kann man sagen, eine zivilisatorische Leistung historisch des Wohlfahrtsstaates. Und die wird teilweise wieder zurückgenommen, würde ich sagen. Dann könnte man auch sagen, das ist auch ein Abbau, aber nicht nur in den materiellen Sicherungsniveaus, sondern in den Rechtsansprüchen und dem Entzug des Sozialen von Moralisierungstendenzen. Und wir haben es jetzt mit dem aktivierenden, investiven Sozialstaat ganz stark, meines Erachtens auch mit so einer Remoralisierung zu tun. Und warum ich das wichtig finde, analytisch und auch politisch sozusagen auch im Nachhinein, nach dieser Diagnose, die ich vor, keine Ahnung, 10 oder 12 Jahren gestellt habe, ist, dass ich glaube, was wir heute sehen, lässt sich auch mit dieser Analyse in Verbindung bringen, weil diese neosoziale Dimension der Transformation des Sozialstaats oder des Wohlfahrtsstaats, glaube ich, in einer relativen Nähe steht, in einer Wahlverwandtschaft, könnte man mit Goethe sagen, zu der neonationalen Transformation des Sozialstaats. Ich glaube, diese Bezugnahme nicht nur auf ein ökonomisches Subjekt, das ökonomisch rational handelt, sondern die Bezugnahme auf ein moralisches, soziales Subjekt, das bestimmte Vorstellungen von Gemeinwohl, von Gemeinschaftlichkeit im Kopf hat, wenn es handelt, ja, und die mitsichert, indem es sich ökonomisch marktrational verhält. Ich glaube, auf dieser Schiene der sagen Einpreisung von sozialen Rationalitäten in das Handeln der Subjekte, auf dieser Schiene kommt auch die Nation als eine Gemeinschaftskonstruktion ins Spiel, wenn wir uns jetzt die jüngsten Veränderungen vielleicht weniger noch in der sozialpolitischen Programmatik als in den sozialpolitischen Diskursen anschauen. Ich glaube, es gibt eine Verbindung des Neosozialen zu dem Neonationalen. Und an der Stelle noch eine Grundsatzanmerkung. Ich habe ja anfangs gesagt, man kann den Wohlfahrtsstaat nicht verstehen, wenn man ihn nicht in seiner Verkopplung, funktionalen, legitimatorischen Verkopplung zur kapitalistischen Ökonomie sieht. Und jetzt würde ich ergänzen, man kann ihn auch nicht verstehen. Also diese Verkopplung kann man auch nicht verstehen, wenn man nicht noch was Drittes mit reinnimmt, nämlich die funktionale und legitimatorische Verkopplung mit der Nation, mit dem Nationalstaat. Also wir haben es mit einem nationalen Wohlfahrtsstaat hier zu tun. Historisch und analytisch. Also historisch hat er sich entwickelt im Kontext von der politischen Verfasstheit von Gemeinwesen als Nationalstaaten mit einem starken ja, Nationalbewusstsein. Aber auch analytisch ist es ganz wichtig zu sehen, dass diese Kapitalismus-Wohlfahrtsstaats-Kombination gekoppelt ist wiederum an eine bestimmte Vorstellung von politischer Gemeinschaftlichkeit, politischem Gemeinwesen, nämlich an die Vorstellung, mit wem sind wir eigentlich bereit zu teilen? Ja, wer gehört zum Kreis der Berechtigten? Ja, wer wird berechtigt, wer wird nicht berechtigt? Wo sind die Schließungsgrenzen, die Ausschlusskriterien? Und da ist, glaube ich, diese Verkopplung des Nationalstaates mit dem Wohlfahrtsstaat ganz zentral. Das ist für die Soziologie der Sozialpolitik schon immer ein Thema gewesen. Einer der Klassiker, Thomas Humphrey Marshall, ja, das Citizenship-Konzept, also das Konzept der Staatsbürgerrechte, dann eben auch im, also spätestens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz massiv, der sozialen Staatsbürgerrechte. Da war der Bezug schon auch immer die Staatsbürgerschaft und es war eben erstmal idealtypisch die Zugehörigkeit zum nationalen politischen Gemeinwesen. Ja, die Berechtigung kommt über die Zugehörigkeit zum politischen Gemeinwesen. Und da werden erst bürgerliche Rechte verliehen und dann politische Rechte und die sozialen Rechte werden gekoppelt an auch diese Berechtigung als politischer und bürgerlich Berechtigter. Also der Wohlfahrtsstaat ist immer Wohlfahrtsnationalstaat und ich glaube,
also kapitalistischer Wohlfahrtsnationalstaat. Und wenn wir die heutigen Dynamiken verstehen wollen, dann sind diese drei Elemente, glaube ich, ganz zentral. Weil meines Erachtens die Signatur der Zeit, zur sozialpolitischen Signatur der Zeit, gehört neben dieser Doppelkonstellation von Ökonomisierung und Moralisierung, gehört noch die Renationalisierung von Wohlfahrtsstaatlichkeit und von Sozialpolitik. Und es gibt meines Erachtens gegenwärtig auf der Rechten, das ist ja angedeutet worden, AfD, ja, also was Renten oder Rentenerhöhung oder was auch immer, nur für Biodeutsche. Es gibt auf der Rechten wie auch auf der Linken und in der Mitte sowieso auch, gibt es Tendenzen zu einer Verstärkung der nationalsozialen Wohlfahrtsprogrammatik. So, und jetzt geht immer schon Raunen durch, das darf man natürlich nicht sagen, nationalsozial, deswegen sage ich sozialnational. Ja, weil sonst kriegt man Ärger, weil dann natürlich sofort gesagt wird, willst du jetzt sagen, dass es hier eine neue Volksgemeinschaft konstruiert wird, ja, oder dass jetzt jemand, der eine Privilegierung von nationalen Bürgern und Bürgerinnen in der Sozialpolitik dafür steht, dass der Nazi sei. Nee, darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, dass der Wohlfahrtsstaat immer schon historisch ein nationalsoziales Projekt gewesen ist, ein sozial-nationales, ja. Die Fahrt war so lang. Ein sozial-nationales Wohlfahrtsprojekt mit inneren und äußeren Selektivitäten, ja, oder Schließungen. Also ich finde, soziologisch kann man die weberianische Schließungstheorie, ja, in eine marxische Analyse eingebettet, sehr, sehr schön verwenden, um genau diesen Zusammenhang darzustellen. Wir haben nämlich verschiedene Schließungskonstellationen und eine primäre Schließungskonstellation ist im Sinne des nationalen Wohlfahrtsprojektes die Schließung nach außen. Oder wir können auch sagen, selektive Schließung. Ist ja klar, kennen wir alle, das ist auch Teil der Ökonomisierung dieses Wohlfahrtsprojektes. Ja, die Guten ins Töpfchen, ne? der Wachstumsmaschinerie, also wer Qualifikationen hat, die gerade gebraucht werden, Altenpflege, ja, weil diese Gesellschaft altert, kann womöglich rein unter bestimmten Bedingungen, aber ansonsten Abschließung nach außen. Ja, und das ist eine primäre Schließungsstrategie des sozialen nationalen Wohlfahrtsstaates nach außen. Und dann haben wir nach innen Schließungsstrategien und da ist auch eine primäre und ich würde sagen, es gibt zwei primäre und das macht die Konstellation der Gegenwart aus. Eine primäre Schließung nach außen des sozial nationalen Wohlfahrtsstaates und die zweite sind Schließungen nach innen und da wird die marxische Analyse relevant. Da haben wir die Besitzklassen und die Nichtbesitzklassen. Ja, da gibt es Schließungen von oben nach unten, die Besitzklassen schließen sich ab gegen die übergroße Mehrzahl der Nichtbesitzenden und diese Ausgeschlossenen, ja, vom Privateigentum, vom Produktionsmittelbesitz, wie auch immer man es nennen möchte, diese Ausgeschlossenen entwickeln, das ist in der Schließungstheorie von Frank Parkin entwickelt worden oder von Raymond Murphy, diese Ausgeschlossenen, Nichtbesitzenden entwickeln neue Schließungsstrategien. Und sie entwickeln sie nicht nur nach oben, also sie versuchen jetzt nicht nur teilzuhaben, ja, an sozusagen den monopolisierten Chancen derer da oben, der Besitzenden. Das ist der Versuch über Bildung, ja, über Bildungstitel anzuschließen an die Besitzklassen, ja, zumindest lebensweltlich, wenn auch nicht sozusagen von der sozialstrukturellen Position, weil mit Bildungstiteln ist man immer noch nicht Besitzender, aber man kann in seinen Lebensverhältnissen womöglich anschließen und auf Märkten andere ausschließen, indem man die Qualifikationen anbringen kann, die gefragt sind. Ja, aber gleichzeitig gibt es eben auch Ausschlüsse von diesen nicht besitzenden Schließungsstrategien nach unten. Nämlich gegen, was weiß ich, Faule, ja, Arbeitsscheue oder Sozialschmarotzer oder nicht leistungsbereite und so weiter und so fort. Und damit haben wir eine komplexe Konstellation von Positionierung in diesem Wohlfahrtsstaat. Also wir haben Positionen, die ganz ausgeschlossen sind, die von außen sozusagen kommen wollen würden. Ja. Wir haben Positionen, die im Inneren ausgeschlossen sind, die im Inneren Ausgeschlossenen entwickeln wiederum eigene Schließungs- und Ausschlussstrategien. Und das ist eine komplexe Ungleichheitsstruktur und Schließungsstruktur, die durch den Wohlfahrtsstaat
permanent produziert und reproduziert wird und wo man sich auch wohlfahrtsstaatlicher Mittel und Ressourcen bedient, um Schließungsstrategien von oben nach unten oder von unten gegen oben oder von innen gegen außen, um diese Schließungsstrategien ins Werk zu setzen. Und ich komme jetzt ebenfalls zum Ende. Ich glaube, nur wenn man das sieht, dann versteht man ansatzweise, es reicht sicherlich nicht hin dafür, aber dann versteht man, worum es gegenwärtig eigentlich geht in politischen Konflikten und Auseinandersetzungen, in sozialpolitischen, sagen wir mal, Konflikten und Auseinandersetzungen. Nämlich es geht darum, dass wir sehr, sehr viele Menschen in dieser Gesellschaft haben, ja, sehr, sehr viele Sozialstaatsbürgerinnen und Marktbürgerinnen, die in eine, man kann jetzt einerseits analytisch sagen, in eine doppeldeutige, ambivalente Position gestellt sind. Man könnte auch mehr wertend, moralisierend sagen, die sind in eine doppelbödige, in eine schizophrene Position gestellt. Die sind nämlich sozusagen einerseits Ausgeschlossene, also Nichtbesitzende, und andererseits welche, die durch die Dynamik wohlfahrtsstaatlicher Transformation auch dazu gebracht werden, andere auszuschließen. Also Schließungsstrategien nach außen anzuwenden, zu sagen, nee, jetzt hier soll hier keiner mehr rein oder die Saat sind, sollen raus oder die kommen wollen, die müssen mal erstmal so richtig leiden und dann schauen wir mal, ob sie bleiben dürfen oder was wir mit ihnen anfangen. Es gibt diese schizophrene, doppeldeutige Position des ausgeschlossenen Ausschließens. Man ist in ausgeschlossener Position und man schließt aber gleichzeitig selber aus. Und ich glaube, an diese schizophrene Doppelposition schließen ganz viele neonationale, neosoziale politische Strategien an. Und zwar von rechts insbesondere, aber teilweise auch von links. Und ich glaube, wenn wir uns die Verwerfungen und Dynamiken nicht nur der Sozialstruktur, sondern auch des politischen Geschehens, der Gegenwart vergegenwärtigen wollen, verdeutlichen wollen und darüber politisch-strategisch auch sprechen wollen, dann muss man genau diese komplexe Konstellation sehen. Tausend Dank auch dir.